Ein herzliches Quack, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest. Ja, wir sind hier wieder oder immer noch in der Base. Genau darauf habe ich gewartet, dass ich mich einmal vollfuttern kann und jetzt... Geschlafen haben wir auch einmal, also sprich zwischengespeichert. Falls gleich was passieren sollte, denn jetzt geht's ab zum Hausboot. Das wird nämlich jetzt auf Herz und Nieren überprüft und getestet. Und da bin ich echt mal gespannt, ob wir es schaffen, da wirklich weit rauszuschwimmen oder, weiß ich nicht. Licht wollte ich haben. Und irgendwie mal zweimal drücken. Oh, da hinten sind sogar noch die zwei Baumstämme. Die habe ich so ein bisschen... Flugzeugabsturz! Hände über den Kopf! Hallo? Vergessen, so. Was ich, glaube ich, die letzten beiden Folgen vergessen habe zu erwähnen. Ich hatte es auf meiner Facebook-Seite geschrieben. Für die, die es nicht wussten. Sorry, dass es jetzt erst zu spät kommt, sozusagen, gegen Ende der Woche. Aber, warum am Montag keine Folge kam, war der Grund. Bei mir ging The Forest nicht mehr. Ich habe es gestartet und es ist direkt ausgegangen. Game crashed, sprich ich habe den Sound zwar noch im Hintergrund gehört, den Spielsound, aber ich habe ein Boot. Da kam kein Bild. Also ich habe nur den Ton gehört von dem Menü, kam kein Bild leider. Und konnte nicht ausfindig machen, woran es lag. Und ich habe echt Schiss da jetzt. Alter, wir machen das nicht. Wir gehen zumindest nicht über die Haie. Die umschwimmen wir. Wenn das denn irgendwie möglich ist. Oh, ganz schön Seegang hier. Der hat ein gutes Stück. Hier ein bisschen rüber und hier vor und kommen wir da durch. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Wenn wir gleich irgendwo festhängen, wird's blöd. Denn wir wollen ja dahinter zu dem... Kapitän Ente an Brücke, was auch immer. Wir drehen. Okay, perfekt. Wir sind... nicht perfekt, das sind Haie. Wir müssen ja einmal so drehen, dass wir hier rüber... da sind immer noch Haie. Ich mag keine Haie. Also, eigentlich... Okay, das war jetzt gelogen. Ich mag Haie. Sehr sogar. Finde ich faszinierende Tiere. Und hier Shark Finning und sowas sind auch Themen, mit denen ich mich persönlich befasse und befasst habe und... ja, das ist ein bisschen was für Folge. Also Shark Finning ist hier mit Rückenflosse und wegen Eiflossensuppe und lauter so ein Scheißdreck, das die Menschheit nicht braucht. Nein, wir sind auf Land gelaufen. Boah, hoffentlich haben wir uns jetzt nichts aufgerissen. Okay, wir müssen hier erstmal noch ein bisschen weiter. Dann müssen wir hier wieder drehen. Gucken, dass wir nicht zu nah an die... Das ist echt gar nicht so einfach, das Ding hier zu steuern, ne? Sieht vielleicht ein bisschen affig aus jetzt, aber... lieber ein bisschen affig als tot. Ehrlich gesagt, da ich nicht weiß, wie die Haie reagieren oder wie die einen fressen und ich keine Lust habe, davon zu erschrecken, paddel ich die einfach. Aber das Steuern klappt erstaunlich gut. Nachdem, wie mittig man einfach hier gerade gegenläuft, schwimmen wir auch ziemlich gerade. Oh. Hier könnten wir jetzt ein bisschen Probleme kriegen. Ich muss hier mal von außen gucken gerade. Hier einmal mit Schmackes drüber schieben. Ein bisschen rüber gewackelt. Hopp, hopp, hopp. Mit Schwung und sind wir durch? Ja. Sehr schön. Hier einmal wieder ein bisschen rum.
Raus gucken wegen ein. Oh Gott, ich hab. Ich Haie, wo seid ihr? Ich hoffe, weit, weit weg. So, jetzt nehmen wir Fahrt auf. Und wenn was passiert, passiert halt. Das sage ich jetzt, und sobald ich einen Hai sehe, stock ich oder spring raus, oder? Ich weiß es nicht. Wie auf erstmal schön nah am Ufer. Aber finde ich geil. Captain Ende schlägt sich aus dem Meer. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das Hausboot funktioniert. Also sprich auch, dass man damit hier durch die Gegend paddeln kann. Ich habe jetzt echt gedacht, das ist einfach ein stumpfer Klotz. Entweder steht da fest oder sinkt durch bis auf den Boden oder das flippt die ganze Zeit oder was auch immer. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass das hier so gut sich steuern lässt. Vor allem Hausboot macht ja auch richtig Sinn, weil du einfach das ganze Ding wirklich gut manövrieren kannst und hier beispielsweise andocken könntest und geil. So, was wir jetzt nur noch mal gucken müssen ist, wie wir hier am besten, wir docken hier einfach mal. Hoppala. So war das nicht geplant. Eher so. Wir docken hier mal kurz an. So. Perfekt. Funktioniert einwandfrei. Gucken, wo denn die Lücke war. Hier klingt auf jeden Fall wie nach einer Höhle. Okay, ich glaube, das war noch ein ganzes Stück weiter hinten. Wir sind jetzt hier gerade. Könnte noch ein ganzes Stück weiter hinten gewesen sein, ja. Sprich, mit uns geht es hier einmal weiter raus aus dem Meer. So, drehen müssen wir uns aber. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Aber ich finde es gerade echt genial. Auch wenn ich nicht weiß, ob hier Haie sind und ich da echt ein bisschen Panik vorhabe. Aber egal, weil wir haben ein Boot und wir können damit schwimmen. Laufen hier zwar im Wasser, aber ist okay. So. Ziemlich gerade sind wir gerade. Das ist perfekt. Was haben wir hier eigentlich Schönes? Das wäre ja jetzt voll monströs, wenn du hier auf einmal so einen Höhleneingang hättest, in den du reinpaddeln kannst. Ne, sieht nicht so aus. Wir können uns, wenn wir mehr oder weniger dran vorbei sind, das Ganze hier mal anschauen. Und was wir jetzt hier mit dem Teil auch gut machen können, ist, es gibt ja auch Inseln. Was ist das hier? Ist das ein Höhleneingang? Es gibt Inseln, die könnten wir jetzt einfach ansteuern. Sprich, wir können da ohne Probleme, also wir könnten auch so rüber schwimmen, aber das ist immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Ne, Höhle ist es nicht ganz. Sieht vielleicht ein bisschen so aus, aber ich glaube kaum, dass das eine ist. Wir paddeln hier einfach mal weiter. Und gucken, wohin uns das Ganze treibt. Einfach so ein bisschen die Insel umschippern. Hätte das jemand gesagt, dass hier die nächsten Folgen schon direkt mit einem Hausboot einmal um
ihr Insel Forest Gedöns rumschippe. Ich gesagt, ja. Welchem Leben, Alter? Da hinten haben wir Land in Sicht. Müssen wir gleich mal schauen, was das für Land ist. Aber wir müssen gucken, dass wir ihn nicht zerschellen. Und es wird gerade auch langsam, aber sicher Tag, wenn ich das hier an den Felsen richtig beobachte. Finde ich gut. Ah, ich kenne die Stelle. Da hatten wir, glaube ich, kurz. Ja, da hatten wir kurzzeitig auch mal eine Base. Da hatten wir kurzzeitig auch mal eine Base. Es war, da hatten wir in einer Woche neu angefangen, und das war die Woche kurz bevor der erste größere Patch, glaube ich, war das kam. Deswegen mussten wir dann direkt wieder neu anfangen, um die Änderungen zu spüren, sozusagen. Ja, ich hab Hunger, ich weiß, ich weiß. Einmal Powerriegel hier. Kapitän muss hier einen klaren Kopf bewahren und bei Kräften bleiben. Aber sind wir denn irgendwie einmal über Haie gekommen? Ich glaube nicht. Da hinten ist der Spalt. Da hinten ist der Spalt. Ja, ob da was ist? Komm, wir hatten uns das als Ziel gesetzt. Und da ist jetzt auch mal Wurst, dass ich hier eigentlich ohne Scheiß, das sage ich auch so, Schiss hab hier über das offene Meer zu tuckern. Da machen wir jetzt hin. Komm mal, was wolle. Außer es kommen Haie. Oder Monster. Oder sonst irgendwas. Oh, die Sonne blendet aber ganz schön, du. Die flackert sich hier einen ab. Was ist das denn? Aber hier Licht können wir mal auslassen. So, jetzt schippern wir aber voll drauf zu, du. Höhle. Höhleneingang im Meer. Alter, sieht das geil aus. Das ist richtig fett. Auch wenn unser Boot hier gerade. Oh! Aua! Alter, ich und offenes Meer. Ja. Kannst du mal voll verharzen, Freunde. Alter. So, das gibt's. Das gibt hier mal einen schönen Screenshot. Hab vor der Aufnahme direkt noch einen Screenshot gemacht und einer von den beiden gibt eventuell das neue Thumbnail. Denn die sind beide ziemlich cool. Ein bisschen hier mal ein bisschen rum. Problem ist, wir sehen das jetzt kaum, weil wir näher kommen. Ach nee. Eben nicht. Wir kommen nicht näher. Wir können gar nicht näher kommen. Ende Gelände. Ende Gelände ist hier, Freunde. Schade. Da geht es nicht weiter raus aus dem Meer. Da ist hier Blockade. Dann geht es hier doch ganz normale Schiffstour weiter. Das wäre jetzt echt zu schön gewesen. Da wollten wir auf zum Schlitz der Welt. Schlitz der Welt. So heißt das Ding. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert, ihr hört es gerade. Ich habe verstanden, was es mir sagen wollte. Schlabber, dummes Zeug, das muss die See sein. Hat auch schon zu so einem verrückten Seemann, du.
So, Zeit, sag 15 Minuten. Ja, das war jetzt ein bisschen übers Wasser geschippert. Nicht das Übliche, was wir sonst immer hatten. Einfach mal was anderes. Und ja, ich sehe schon die Kommentare. Ja, schwimm da mal über die Haie drüber. Mal schauen. Mal schauen, Freunde. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen erstmal unsere Weltreise, unsere Inseltour vollenden. Vielleicht stoppen wir wirklich, wenn wir einfach mal auf so eine dieser Inseln kommen, die so ein bisschen weiter vom Festland weg sind. Und gucken, ob es da irgendwie was gibt, ob es da Sinn macht, ein Lager aufzuschlagen. So, da hinten sehen wir beispielsweise schon mal so eine Insel. Die können wir jetzt nochmal für die Folge ansteuern. Es regnet. Weil der Sound ist ja echt schön. Oh, nein, nein, nein. So, gut. Da sind wir sicher vorbeigekommen. Jetzt segeln wir gerade ziemlich gerade. Auf jeden Fall ist da irgendwas. Was ist das? Auch ein Fernglas. Irgendwas sehen wir da. Und ja, keine Ahnung, ob jetzt geduckt die richtige Variante ist. Anders sehe ich auf jeden Fall nichts. Irgendwas ist da doch. Einfach ein Fels oder was? Ne, das ist zu hell für ein Fels. Ne, so dunkelgrau, das ist ja hell. Haben Mutanten ein Lager auf so einer abgelegenen Insel? Oder? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wisst ihr das? House Party, House Party. Ne, diesmal heißt es Houseboat, Houseboat. Rundreise. Und so. Wir sind gleich da. Yes, Sir. Sieht aus wie ein Campingzelt, oder? Könnte sein. Ja, ich würde sagen, sehen wir gleich. Vorausgesetzt, wir kommen da an. Aber das, doch, das ist ein Campingzelt. Auf der einsamen Insel. Sprich, wir sind jetzt Eroberer der Weltmeere und Besitzer einer kleinen Insel, haben auf dem Landesinneren eine Festung, die unbezwingbar scheint. Und wir sind ziemlich gut hier, wie heißt das, bestückt? Würde ich jetzt mal so sagen. Einmal noch ein bisschen weiter rumdrehen. Ne? Zack und. Aufs Festland. Ob der Tunnel komplett raus? Haben wir hier eine Hütte. Zack. Wir können hier ansiedeln. Gibt es hier irgendwas? Außer dem Zelt? Nicht so ganz, ne? Ein Vogel. Ja, theoretisch kann man uns hier trotzdem selbst versorgen, wenn man hier irgendwie zwischen eine Hütte aufstellt. Alles zupflastert mit hier Feldern, die irgendwann auch bepflanzt bekommt. Könnte man es hier überleben, aber. Ja, da gibt es bestimmt noch andere Inseln. Für die Folge auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier schon bei knapp 20 Minuten.
langt jetzt auf jeden Fall erstmal und nur damit wir beweisen können, dass wir hier waren. Wir haben unsere Fackel gesetzt als Zeichen unserer, weißt du gar ja was, einfach als Zeichen. So, und ich bin stolz, dass wir jetzt hier einmal ein Hausboot haben, dass wir einfach ans Land schieben können, zack, können wir hier drin einfach mal übernachten, leben. Können wir auch theoretisch hier hochschieben. Und zack, haben wir hier einfach mal eine schicke Hütte. So einfach kann es gehen. Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr generell Gefallen an dem Hausboot gefunden habt, dann lasst einen Daumen hoch da. Wie gesagt, Facebook, alles unten drunter verlinkt. Schaut da auch gerne mal vorbei und dann sehen wir uns in 2 Tagen bei der nächsten Folge The Forest wieder. Euch noch ein schönes Restwochenende und macht's gut. Tschüss.